willkommen zum Bauchbeine-Po. Fangen wir an, machen uns kurz warm. Wir marschieren an der Stelle auf rechts. Weit nach oben einatmen, streckt euch und atmet aus. Nochmal lang, hoch, Schultern kreisen zurück, rück. Wir erwärmen einmal, einmal den gesamten Körper von oben bis unten durch. Vier noch, Kreis, rück, Arme an der Seite halten, geöffnet. Jawohl, und kleine Kreise rückwärts. Schulterblätter ziehen ganz weit zurück. Halt die Arme ruhig. Wir ziehen die Knie nach vorne im Wechsel hoch. Los geht's, komm. Rechts, links. Hoch, hoch. Zieh, zieh. Acht mehr, noch. Vor, hoch. Vier, drei. Halt das rechte Bein und zieh kleine hoch. Hoch, zieh, zieh. Andere Seite, wechsel. Komm hoch, zieh. Noch einmal rechts, jetzt. Komm, hoch, zieh. Letztes Mal das linke Bein. Acht kleine, vor. Viermal noch hoch, drei. Und wieder marschieren an der Stelle. Lock. Genau. Nochmal hier das Schulterkreisen mit beiden Schultern rück. Auf geht's. Rück, rück. Jetzt die kleine Kreise an der Seite. Rück. Arme gehen über Kopf. Knie nochmal vor. Kopf hoch, hoch. Zieh, zieh. Jetzt Arme mit dazu. Kopf vor, vor. Für die geraden Bauchmuskeln und Oberschenkel Vorderseite. Acht. Hoch. Zieh. Zieh. Tempo. Hoch. Nur das rechte Bein. Halt die Arme. Hoch. Vier mehr. Drei. Linke Seite. Komm. Hoch. Hoch. Weiter hier noch. Vier. Drei. Zwei. Und locker. Gut. So, wir öffnen ein bisschen weiter. Federn hier an der Stelle tief. Breite Kniebeugen. Erstmal locker tief ziehen. Hände vorne halten. Tief, tief. Knie ziehen nach außen. Die Fußspitzen zeigen zur Seite weg. Ihr zieht den Bauchnabel nach innen. Der Po ist etwas fest angespannt. Tief, tief. Arme auf und vor. Komm, auf, vor. Zieh. Noch vier mehr. Drei. Zwei. Halt die Arme geöffnet. Schieb nach rechts und links. Rechts, links. Zieh, zieh. Arme bleiben gehalten. Spannung im Körper. Doppelt rechte Seite. Zieh, zieh. Links. Seid. Genau. Und die Arme gehen mit. Wir neigen den Körper. Doppel und wechseln. Machen noch hier die seitlichen Rumpfmuskeln warm. Doppel ziehen und wechseln. Viermal noch. Doppelt. Drei. Zwei. Wieder in der Mitte federn. Arme vor. Komm. Tief. Geht mal eine Stufe weiter nach unten. Nicht mehr bis ganz nach oben kommen. Wir stehen mal dabei nur auf den Fersen. Probiert mal die Fußspitzen zu lösen. Hoch, hoch, zieh. Jawohl. Vier, drei. Und jetzt gehen die Fersen hoch. Halt die Fersen, halt die Fersen. Balance bleibt. Achtmal. Tief. Vier noch. Füße können abstellen, Arme auf und vor. Aus, vor. Jetzt brennen schon so ein bisschen die Oberschenkel bei manchen. Wir halten trotzdem durch. Acht noch. Aus, vor. Ist immer noch zum Aufwärmen.
Die letzten vier noch. Aus, vor. Drei, zwei, Halte geöffnet. Zieh nach rechts und links. Einen Durchgang noch davon. Seit, seit. Doppelt jetzt. Zweimal und wechsel. Genau. Mit den Armen nach oben. Doppelt strecken. Hoch, lang ziehen. Spürt es auch in der Seite. Richtig weit strecken. Vier noch doppelt. Hoch, zieh. Drei, zwei. Wir bleiben in der Mitte, gehen mit dem Oberkörper vor. Ziehen mal rund und strecken wieder. Lang und rund. Zwei noch. Rund, letztes Mal. Und aufrollen. Okay, fangen wir mit dem Kräftigen an. Nehmt die Beine ein bisschen enger zusammen. Beginnen wir mit den Waden heute. Ihr könnt es entweder auf dem festen Boden machen oder an der Kante von der Matte. Dann ist es so ein bisschen wackeliger und die Muskeln müssen noch ein bisschen intensiver arbeiten. Halte die Arme vorne gefasst. Fersen hoch und tief. Zieh ab. Hüftbreiter Stand. Bauch ist nach innen gezogen. Po ist fest angespannt. Hoch, tief. Genau. Zieh ab. Hoch, ab. Schultern sind entspannt dabei. Noch achtmal hoch, tief. Viermal noch. Ferse lösen und ab. Drei. Letztes jetzt oben halten und kleine Federn dort. Tief, tief. Federn. Genau. Nicht mehr ganz absetzen. Je fester ihr angespannt seid, umso eher merkt ihr das auch noch hinten im Oberschenkel, in der Rückseite sogar. Weiter. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kurz lockern. Marschiert. Wir machen eine Zwischenübung. Und zwar zieht ihr nochmal das rechte Knie nach vorne oben und wir nehmen den linken Ellenbogen dazu. Es geht langsam. Hoch, weg. Hoch, weg. Atme dabei aus und ein für die schrägen Bauchmuskeln. Jawohl. Ran, weg. Diagonal. Genau. Zieh, weg. Viermal langsam. Hoch und weg. Und jetzt Tempo steigern. Es geht. Komm. Hoch. Hoch. Fortgeschrittene ohne Absetzen. Müsst ihr nicht. Ihr dürft auch gerne immer unten absetzen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wir halten gestreckt. Halte. 8, 7, 6. Zieh dich nochmal ein Stück länger. Und lösen, marschieren, lang. Andere Seite. Direkt erst langsam. Es geht los. Zieh Knie und Ellenbogen. Ran und weg. Hierbei ist das Standbein so ein bisschen gebeugt. Dadurch arbeiten die Muskeln im Standbein mehr. Hoch, weg. Viermal langsam. Drei, zwei, Tempo steigern, es geht jetzt. Komm, hoch, hoch. Mit oder ohne absetzen, so wie ihr euch fühlt. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Zum Schluss gestreckt, halten. Lang machen, halten. Balanciert es aus. Und lösen. Marschieren, nochmal lockern. Nächster Durchgang für die Waden. Wir stellen uns nochmal eventuell vorne an die Kante der Matte. Arme lockern. Die Fersen gehen. Hoch, ab. Ziehen, ab. Hoch und tief. Hoch und tief. Vier noch langsam, dann halten wir oben. Drei,
2. Jetzt bleibt ihr dort und Leine federn. Tief, tief. Bleibt hier fest angespannt im Po, den Bauch nach innen, Schultern rück. Genau. Merkt ihr schon so ein bisschen was? Kribbelt's schon? Dann machen wir trotzdem noch ein bisschen weiter. Dann, wenn es brennt, dann ist genau richtig. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Halte oben. Halte, halte, halte. Genau, wir beugen ein bisschen die Knie. Halten die Balance. Und ziehen dort jetzt. Tief, tief. Zieh, zieh. 8 mehr noch. Fersen sind immer noch oben. Die letzten 4 noch. Ziehen und marschieren. Gut, locker. Okay, Knie und Ellenbogen. Diesmal nicht diagonal, sondern gleicher Arm, gleiches Bein an der Seite. Wir halten Balance. Ziehen immer wieder lang in die Streckung und dann an der Seite hoch, weg. Hoch, weg. Mit der Ausatmung hier zusammenziehen. Einatmung, lang strecken, hoch, atmen mit, aus, ein. Hier die Taille wird gekräftigt, spannt richtig fest an. 4 noch, langsam, hoch, weg. Tempo steigern, es geht, komm, hoch, hoch, zieh, zieh. 8 mehr noch. Hoch, hoch. 4 noch. Hoch. 3. Haltet oben zusammen. Halte. Spannung bleibt in der Taille fest und nochmal kleine. Dort. Hoch. Auch wenn es brennt. 8. Ihr merkt es hier im in der Hüftbeuge. Oberschenkel vielleicht ein bisschen und in der Taille. Und lockern lassen. Gut. Andere Seite noch, dann gibt es eine kleine Trinkpause gleich. Wechselt. Balance, Spannung im Bauch. Wir ziehen langsam, es geht hoch, weg. Ranziehen und immer lang strecken. Ran, strecken. Atme aus und ein. Genau, hoch, weg. 4 noch langsam. Ziehen, ran, noch 3. 2. Und wir steigern das Tempo. Es geht. Komm. Hoch. Hoch. Gleich geschafft. Noch 8 im Tempo. Zieh. Zieh. Hoch. Hoch. 4, 3. Und halten. Halten. Balance finden. Die letzten kleinen. Zieh. Hoch. Hoch. Weiter. 8. Hoch. 4 Stück. 3, 2 und locker. Super. Trinkt mal was. Lockert ein bisschen die Beine aus. Dann geht's weiter mit Ausfallschritten. So, wer möchte, legt seine Matte quer. Dann kann man den Ausfallschritt super über die Matte nach vorne machen. Genau. Stützt erstmal die Hände ein, die Schultern nach hinten, unten. Flach wieder hier die Körpermitte, Bauch nach innen ziehen. Großer Schritt nach vorne, es geht. Vor, tief, zurück. Wechsel. Vor, tief, wir machen das dynamisch. Wechsel. Vor, tief, hoch, ran. Halt mal den Körper ganz stabil. Nicht hier mitdrehen, sondern geradeaus bleiben. Lasst nur die Beine arbeiten. Und ran. Vor, tief, hoch, ran. Genau. Durch den Schritt über die Matte haben wir auch schon direkt die gewollte Länge. Komm. Vor, tief, hoch, ran. So, jetzt höre ich so lauter Elefantenfüße, die da vorne absetzen. Ich hätte jetzt ganz gerne mal Ameisenfüße, die vorne absetzen. Das heißt, wir müssen mehr anspannen. Und kontrolliert die Bewegung ausführen. Besser. 4 noch. Vor, tief,
hoch, ran. Noch zwei. Vor, tief, hoch, ran. Wir bleiben mit dem rechten Bein vorne im Ausfallschritt und ziehen hier an der untersten Stelle kleinen nach oben. Tief, tief. Damit kräftigen wir Gesäßmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur. Man spürt es auch sehr schnell hier im Oberschenkel. Weiter. Acht. Tief. Vier. Drei. Dreht euch jetzt hier zur linken Seite. Breite Kniebeuge, Hände fassen. Wir gehen tief und hoch. Tief. Hoch. Tief die Arme mitstrecken beim Hochgehen. Lang. Tief. Lang. Breite Kniebeuge. Bleibt in der festen Spannung mit Bauch und Po. Beug, streck. Noch achtmal hier. Tief, hoch. Ihr könnt dabei noch tiefer gehen. Bringt euch in den 90-Grad-Winkel im Kniegelenk. Am untersten Punkt ziehen wir dreimal. Tief, zwei, drei, hoch. Zieh, zwei, drei, strecken. Guckt mal, dass ihr beim Strecken nicht ins Hohlkreuz nach hinten reißt, die Arme, sondern nur senkrecht zur Decke und die Spannung bleibt fest. Spannung. Tief, zwei, drei, fest. Spürt ihr die Beine schon? Okay. Das ist das Ziel. Viermal noch davon. Zieh, zwei, drei, hoch. Der letzte. Zum Abschluss unten halten. Bleibt dort. Breite Kniebeuge halten. Und jetzt geht's hier immer noch kleine tiefer. Tiefer. Zieh. Zieh. Weiter. Acht kleine noch. Dann gibt's eine kurze Pause. Nur noch vier davon. Tief. Drei. Zwei. Lösen. Sehr schön. Lockert die Beine aus. Okay. Das Ganze jetzt nochmal mit der anderen Seite. Das heißt, wir fangen wieder im Wechsel an. Ich sage dann Bescheid, wann wir links vorne halten und drehen auch noch im Anschluss noch zur anderen Seite. Stärkt euch ruhig nochmal, es wird nochmal anstrengend. So, Schulter nach hinten, Körperspannung. Links beginnt. Vor, tief, hoch, ran. Wem es zu anstrengend wird, der geht nicht mehr ganz so weit mit nach unten. Versucht trotzdem die Bewegung weiter auszuführen. Und ran. Hoch, tief, hoch, ran. Denkt an das leise kontrollierte Aufsetzen. Noch acht. Tief, hoch, ran. Oberkörper aufrecht. Nicht mit nach vorne neigen. Dann spüren wir nichts mehr in den Beinen. Einmal noch rechte Seite. Und das linke Bein bleibt vorne. Unten halt. Halt. Richtet euch auf. Spannt den Po hinten fest an. Die kleine dort. Tief, tief. Acht noch. Zieh, tief. Viermal, tief. Drei, wir drehen jetzt auf die rechte Seite. Tief und hoch. Beug und streck. Kommt direkt in die Bewegung. Po bleibt fest, Schultern tief und Bauch nach innen gezogen. Ab jetzt die Arme mit. Beug, lang. Vor, hoch. Atme ein, aus. Viermal Single, drei, zwei, am untersten Punkt dreimal ziehen, drei, zwei, eins, streck hoch, ganz lang, tief, zwei, drei, ganz hoch, nur noch zwei Stück davon, tief, zieh und streck. Wir halten unten. Bleibt dort.
Abschluss, kurze kleine. Tief, tief. Zieh, zieh. Die letzte. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Und Beine entspannen. Super. Lockert aus. Sehr schön. Nächste Übung. Kombinieren wir Knieheben mit nach hinten wegziehen vom Bein. Die Arme nach unten. Rechtes Bein geht hoch und weg. Nach vorne und zurück. Zeig's von der Seite. Hoch, rück. Linkes Bein ist Standbein. Rechtes Bein arbeitet. Hoch, weg. Hinten spannt ihr hier richtig fest Oberschenkel und Po-Hälfte an. Und vorne kräftigen wir den Oberschenkel Vorderseite. Achtmal noch. Hoch, weg. Zieh, streck. Viermal. Hoch, lang. Halt das Bein vorne oben. Spannung bleibt. Es wird anstrengender für die Vorderseite. Wir strecken. Weg, ran. Streck, ran. Fußflex. Hochziehen die Fußspitze. Es müsste eigentlich schon richtig jetzt hier vorne ziehen. Merkt ihr was? Ja, gut. Vor, ran. Ich merke es auch schon. Zieh, weg und ran. Trotzdem lächeln und positiv denken. Vier noch. Streck, lang, ran. Hoch, ran. Das Bein setzt nach hinten ran. Es geht. Rück und zieh hoch. Rück, hoch. Es wird wieder ein bisschen dynamischer. Weg, ran. Weg, ran. Es ist immer noch das rechte Bein im Spiel. Tempo schneller. Komm. Hoch. Zieh. Ran. Im Standbein immer so ein bisschen mitfedern. Man merkt es dann im Standbein, im Po und in der Rückseite vom Oberschenkel. Zieh. Zieh. Weiter. Noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und halten. Halten. Durchatmen. Wir schaffen noch einen Durchgang. Strecken und ranziehen. Vor, ran. Atme aus. Ein. Weg und ran. Man könnte es jetzt so ein bisschen auf die Schuhe schieben. Wer schwere Schuhe hat, der hat es natürlich schwerer, ne? Zwei noch. Nach hinten, langsam. Rück, ran. Rück, ran. Vier noch langsam. Weg und hoch. Drei, zwei. Letztes Mal Tempo steigern. Komm mit. Rück, hoch. Zieh, zieh. Davon noch achtmal. Rück. Vier Stück. Drei. Und wir lockern. Super. Habt ihr das Standbein gespürt? Durch das Tief- und Hochgehen war immer so eine einbeinige Kniebeuge mit dabei. Wir wechseln. Balance auf dem rechten Standbein. Arme halten. Tief durchatmen. Knie geht vor und rück. Vor, rück. Stück noch anwinkeln, vor und weg. Hoch, rück. Vier mehr. Hoch, weg. Vorne bleiben wir. Halten. Das Bein wird ausgestreckt. Komm, weg und ran. Möglichst den Oberschenkel auf der Position halten. Lasst nur den Unterschenkel arbeiten. Bei der Streckung spüren wir deutlich das Ziehen in der Vorderseite hier. Weg, ran. Vier mehr. Vor, ran. Drei, zwei, nach hinten. Langsames Tempo. Rück,
hoch. Standbein vorne beugt mit und hoch. Weg, ran. Vier noch langsam. Drei, zwei und Tempo steigern. Komm, rück, hoch, hoch, zieh, zieh. Acht mehr, rück, rück. Vier Stück, drei, nochmal oben halten, Balance. Letzte Runde, wir strecken vor, flex den Fuß. Denkt, ihr schiebt nach vorne mit dem Fuß etwas weg. Atmen, aus, ein. Noch achtmal, lang, kranzen. Hoch das Knie, hoch, ran. Vier noch, weg. Drei. Ihr habt es gleich geschafft. Nach hinten, langsames Tempo. Rück, hoch. Rück, ran. Viermal langsam. Rück, ran. Das Tempo wird gesteigert. Zieh, rück, hoch. Zieh. Jawohl, weiter. Durchhalten. Rück und ran. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und lock. Super. Noch einmal stärken. Dann machen wir eine letzte Übungsverbindung im Stand. Und dann geht's gleich an den Boden. Trink ruhig nochmal was. Stand. Wir machen hier die engen Kniebeugen, schieben die Arme nach vorne, Po geht weit zurück und hoch. Langsames Tempo. Tief, tief, hoch, hoch. Hierbei ist wichtig, dass ihr mit eurem Körpergewicht hinten auf den Fersen steht. Das testet man einfach mal, indem man vorne die Fußspitzen so ein bisschen hochhebt. So kurz vorm Umfallen nach hinten, dann ist die Gewichtsverlagerung optimal. Tief, tief, hoch, Spannung. Tempo schneller. Tief, hoch, tief, hoch. Beug, streck. Beim Hochgehen Schulterblätter nach hinten, zieh die Ellenbogen hinter den Rücken. Tief gehen und hoch. Beug, streck. Achtmal. Beug und hoch. Viermal noch. Danach kommt seitliches Abspreizen vom Bein. Zwei noch. Tief. Ran. Rechtes Bein geht zur Seite hoch. Komm. Hoch. Ab. Zieh. Zieh. Nochmal die Balance finden. Die ist noch irgendwo hier im Raum. Hoch, zieh, zieh, ab. Oben halten. Eine ganz ruhige Übung. Standbein beugt. Tief und hoch. Tief, hoch. Wem das im Knie zu sehr wehtut, der lässt das Beugen weg. Der bleibt einfach nur im Stand aufrecht. Tief, hoch. Manche spüren, wie hier jetzt das Bein wirklich sehr wackelt. Kontrolliert es, bringt es in eine ruhige Bahn. Beugen und strecken. Vier mehr. Tief, hoch. Tief, hoch. Letzter. Und lösen, locken. Die Außenseiten waren betroffen von beiden Seiten. Seite wechseln. Erst die Kniebeugen in der Mitte und dann kommt das linke Bein dran. Nochmal hier. Es geht tief und hoch. Arme mit und dran. Gewicht auf den Fersen und hoch. Atmen ein und aus. Genau. Die Knie genau parallel. So weit öffnen, wie die Füße am Boden stehen. Tief
und hoch. Die Knie dürfen sich nicht berühren bei der Übung. Vier noch. Tief, hoch. Drei, zwei, das linke Bein zur Seite. Komm, hoch, weg, hoch, weg. Findet Balance. Acht mehr noch. Seit, zieh, hoch, ab, weiter. Vier Stück noch. Seite, drei, zwei. Und das Bein bleibt oben. Wer mag, beugt nochmal mit. Standbein tief, hoch, tief, hoch. Beug und hoch, jawohl. Tief, hoch. Die letzten acht davon. Beugen, strecken. Das Bein nochmal ein Stück höher, wer kann. Tief, hoch. Und nur noch viermal. Tief, strecken. Drei. Oder einfach nur halten, das reicht auch. Und wir lockern die Beine. So, jetzt dürfen wir auch zum Boden gehen. Ihr sucht euch eine Seite aus, kommt in die Seitenlage. Weiter geht's mit der Taille. Ganz auf die Seite ablegen, sodass ihr den Kopf entweder mit der Hand stützt oder auf dem Oberarm ablegen könnt. Das macht ihr, wie es euch bequemer ist. Beine in einer Linie mit dem Oberkörper. Wir spannen den Bauch und den Po an und jetzt heben wir beide Beine und halten erstmal nur. Nur halten, die Beine sind gelöst vom Boden. Genau. Wer noch nichts merkt, kontrolliert einfach mal mit der Hand hier die Taille, da müsstest du sehr fest sein, angespannt, auch Außenseite vom Oberschenkel halten und ruhig dabei atmen. So, wir setzen jetzt immer noch einen drauf, das ist die einfachste Variante, nur halten, ja, ihr dürft dann immer mit steigern oder ihr bleibt auf dem Level. Kleine hochziehen, es geht hoch, ab, hoch, ab. Zieh ab. Geht auch noch mal jetzt ein bisschen mehr in den Po. Komm, hoch, ab. Ganz den unteren Oberschenkel vom Boden mit lösen. Die Beine sind möglichst gestreckt. Nicht nur hier die Knie anwinkeln, das wäre geschummelt. Hoch, ab, hoch, ab. Und die Beine halten wieder. Unteres Bein ist möglichst mit oben gehalten. Jetzt ist nur das obere dran. Hoch, tief, hoch, tief. Wer gar nicht mehr kann, der darf ausnahmsweise das untere Bein am Boden ablegen. Zieh ab. Acht noch. Hoch, hoch. Vier, drei, zwei. Geschlossen halten, halten, nochmal ein Stück nachziehen. Bleibt so. Oberer freier Arm an den Hinterkopf. Wir drehen uns so ein bisschen mit dem Po nach hinten, sitzen, liegen jetzt auf dem unteren Po-Hälfte und ziehen die Knie Richtung Ellenbogen. Hoch und weg. Hoch und weg. Jawohl, löst mal die untere Schulter mit vom Boden. Eine sehr intensive Übung für den Bauch, für die obere Bauchhälfte. Nicht zu schnell. Strecken und ranziehen. Strecken und ranziehen. Sehr gut. Einatmen und aus. Und wir bleiben oben. Halten. 8, 7, 6, 5, 4, drei und kleine jetzt. Acht, sieben, hoch. Komm weiter, danach gibt es eine Pause. Und absetzen. Strecken. Sehr gut.
durchatmen. Wir wechseln noch nicht die Seite. Das kommt noch einmal. Ihr kennt jetzt alle Übungen. Dann klappt das jetzt gleich wie am Schnürchen. Gleiche Seite. Noch einmal. Streckt die Beine. So, es beginnt erstmal nur halten. Spannung spüren. Ruhig atmen. Und jetzt ziehen die Beine hoch. Ab. Beide hoch und tief. Zieh. Ab. Acht Stück. Hoch, tief. Vier mehr. Zieh. Ab. Drei, zwei, nur das obere Bein. Hoch, tief. Zieh ab. Weiter die Bewegung. Denkt an die Po- und die Bauchspannung. Wer da locker ist, der merkt es vielleicht im unteren Rücken. Ihr müsst da fest anspannen. Es entlastet den unteren Rücken. Vier noch. Drei, zwei. Und geschlossen halten, halten. Hand an den Hinterkopf. Letzte Variante, wir ziehen Knie an den Ellenbogen. Zieh und weg. Ihr liegt auf dem unteren Po, auf der unteren Gesäßhälfte. Zieh weg. Wem es zu schwer wird, der hält einfach nur oben mit gestreckten Beinen. Zieh weg. Vier noch, komm, ran und weg. Die Seite haben wir gleich. Noch zweimal. Und wir bleiben oben. Letzten achtmal hier. Hoch. Hoch. Vier Stück noch. Zieh. Drei. Zwei. Und eine kurze Pause. Legt euch einfach mal jetzt auf den Rücken und die Knie zum Körper. Hin und her pendeln. Seite ist jetzt noch ganz frisch. Die schafft jetzt auch noch zwei Durchgänge. Dann wechselt jetzt einmal. Ganz lang in einer Linie. Grundspannung, Bauch und Po nicht vergessen. Und dann erstmal nur die Beine halten. Obere Taille wird gekräftigt und Außenseite hier. Halten, weiter. Noch acht. Halten. Vier noch. Drei. Zwei. Zieht beide Beine jetzt. Hoch, ab. Hoch, ab. Zieht. Zieht. Acht Stück noch. Beide Beine hoch und ab. Noch vier, drei, zwei. Am höchsten Punkt halten. Oberes Bein alleine hoch und hoch, ab. Zieh und tief. Vier noch, hoch. Sehr gut. Letzte Variante, Hände an den Hinterkopf. Geht auf die untere Po-Hälfte und wir ziehen jetzt. Hoch und weg. Zieh und weg. Ranzieh, weg. Achtmal. Hoch, weg. Hoch, strecken. Durchhalten. Vier, drei, zwei. Bleib oben. Spannung bleibt im Bauch. Acht kleine. Hoch, hoch. Nur noch vier, drei,
2 und absetzen. Eine kleine Zwischenpause. Durchatmen in die Seite hier. Letzter Durchgang. Bringt euch nochmal in die lange Position. Letzte Runde, auch wenn die Beine jetzt schwer werden. Wir schaffen es noch einmal. Danach ist nur noch der Bauch dran. Und jetzt beide Beine hoch, hoch. Zieh, zieh. Noch 4, 3, 2. Oberes Bein geht hoch, ab. Hoch, ab, zieh, ab. Zieh und tief. Viermal noch oberes Bein anheben und ab. 3, 2, halte geschlossen, Hand am Hinterkopf. Geht auf die untere Gesäßhälfte und zieht zusammen und weg. Ran, weg. Atme mit. Aus, ein. Gleich geschafft. 4. Komm mit. Hoch. Weg. Bauch nach innen ziehen. Halte oben. Die 8 letzten klein. Komm. Hoch. Zieh. Nur noch 4. Zieh. Zieh. Und ablegen. Jetzt dürft ihr in die Rückenlage gehen. Die Knie nochmal zum Körper ranziehen. Kurz mal hier entspannen. Wir machen die nächsten Übungen für die geraden Bauchmuskeln erstmal. Füße aufstellen, fangen leicht an. Hände zum Hinterkopf. Gerade Crunch. Flach den Bauchnabel nach innen. Unterer Rücken drückt an den Boden. Hoch und ab. Zwischen Kinn und Brustkorb habt ihr etwa eine Faust groß Platz. Und schaut dabei nach oben Richtung Decke. Mehr. Hoch und ab. Weiter hochziehen und ab. Spannung oben halten. Kurze kleine. Zieh, zieh. Hoch, hoch. Kopf legt nicht mehr ab, immer noch kleiner. Bauch noch mal mehr nach innen. 4, 3, 2. Rechter Arm streckt senkrecht zur Decke und zieht hoch. Insgesamt nach oben. Insgesamt. Halten. Beide Schulterblätter sind möglichst vom Boden gelöst und kurze kleine hoch. Ziehen, ziehen. Ihr habt die linke Hand als Unterstützung am Hinterkopf. 4 noch, 3, 2. Hand geht nach hinten. Eine Stufe noch. Haltet hinten. Ausgestreckt. Das ist jetzt ein bisschen mehr für den oberen Bauchbereich. Und auch dort nochmal hoch und tief. Zieht ab, hoch, ab. Noch 8, hoch.
Vier noch. Zieh. Drei. Zwei. Spannung bleibt. Jetzt fächert nur der Arm auf und ab. Und dann achtet mal drauf, was dabei im Bauch passiert. Die Spannung müsste intensiver werden. Vier noch. Drei. Zwei. Handwechsel. Noch nicht absetzen, noch nicht absetzen. Der Bauch bleibt immer noch auf Spannung. Nachspannen. Linke Hand senkrecht nach oben. Es geht hoch und tief. Ziehen. Acht. Hoch. Tief. Schiebt etwas nach oben Richtung Decke. Vier noch. Hoch. Acht. Merkt ihr das jetzt schon deutlich im Bauch? Ja. Hoch. Ab. Wer noch gar nichts spürt, der lässt mal die Beine oben gehalten. Dann wird es ein bisschen intensiver. Müsst ihr aber nicht. Wir sind oben mit dem Arm und den Schulterblättern. Kleine. Hoch. Hoch. Vier. Drei. Zwei. Nächste Stufe. Arm geht zurück. Halten. Lang gestreckt. Und wieder gesamter Oberkörper mit. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Atme mit. Aus. Ab. Höchster Punkt halten. Nur noch der Arm ist dran. Auf und ab fächern. Kleine Bewegung. Rücken noch mal mehr nach unten drücken. Richtig flach den Bauch. Acht. Sieben. 6, 5, 4, 3, 2, Pause. Super. Lockert so ein bisschen die Beine hin und her pendeln und atmet tief durch. Nehmt die Hände unter den Po. Löst die Beine vom Boden. Streckt die Beine aus. Senkrecht nach oben halten. Rücken drückt immer noch an den Boden. Und von hier im Wechsel beide Beine nach unten. Tief, hoch. Tief, hoch. Damit trainieren wir noch mal ein bisschen mehr den unteren Bauchbereich. Vor, hoch. Vier Stück abwechselnd noch nach unten hoch. Und jetzt gehen beide langsam. Vor, vor, hoch, hoch. Wenn das zu anstrengend ist, dann lieber nur immer im Wechsel weiter die Beine tief. Vor, vor, hoch, hoch. Abwechselnd ist einfacher. Zwei Stück noch. Nach vorne und hoch. Letzter jetzt. Vorne halten. An dem Punkt, wo ihr euren Bauch spürt. Haltet dort. Nur noch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei und ablegen. Super. Durchatmen in den Bauch. So, zum Abschluss gehen wir jetzt noch einmal in den Unterarmstütz. Eine Übung für die Gesamtkörperspannung. Füße weit nach hinten. Ihr löst jetzt hier die Beine und haltet flach im Stütz. Eine Linie bildet der Oberkörper mit den Beinen. Po fest und Bauch fest. Haltet. Wem das zu schwer ist, der lässt einfach die Knie am Boden unten abgesetzt und spannt dann dort Bauch und Po an.
allem der Bauch, den müsste man jetzt hier auch nochmal intensiv bei spüren. Halt, acht noch, weiter. 4, 3, abwechselnd, berühren die Knie den Boden. Rechts, links, tief, tief. Kurz absetzen und wieder hoch. Nacheinander, rechts und links, jawohl. Tief, tief. Nur halten in der Position. Halten. 8, 4 noch. 3, 2, 1 und absetzen. Kurze Pause. Locker die Beine ein bisschen. So, letzte Runde davon. Schaffen wir noch. Nach oben, Unterarme, Füße aufgestellt und halt die Körperspannung. Hierbei spielen wirklich alle Muskeln zusammen. Das ist ganz wichtig für die aufrechte Körperhaltung, dass mal alles zusammen angespannt ist und aktiviert. Halten. Und abwechselnd. Tief, tief, Knie, tief, tief. Rechts, links. Nur noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Super. Geht nach hinten. Setzt euch auf die Fersen. Zieht die Arme vor und atmet mal tief durch. Eure Po ein bisschen mehr auf die rechte Ferse herüber und schiebt die Arme nach links vorne. Dann zieht es mehr in der rechten Gesäßhälfte. Haltet. Wechsel. Mehr auf die linke Ferse setzen, Arme ziehen nach rechts vorne. Halt kurz in der Dehnung. Geht zur Mitte. Richtet den Körper auf. Wir nehmen einen Fuß nach vorne. Weit nach vorne aufstellen. Genau, ganz nach oben kommen. Und dann stützen wir uns vorne ab und gehen hier in einen tiefen Ausfallschritt. Genau. Das dehnt jetzt hier die Oberschenkelvorderseite vom hinteren Bein. So weit ihr könnt nach vorne. Ruhig dabei ein- und ausatmen. Einmal das Gewicht nach hinten verlagern. Vorne ziehen wir die Fußspitze hoch, Hände nach hinten. Findet eure Balance und geht mit dem Oberkörper so weit vor, bis ihr ein Ziehen in der Rückseite spürt vom Oberschenkel. Richtig das Bein auch hier strecken dabei, damit wir auch den gesamten Muskel dehnen und auch bis noch in die Wade darf es ziehen. Auflösen, Seite wechselt, großer Schritt nach vorne, Körpergewicht vorverlagern, halten, jetzt habt ihr alle eine gesunde Gesichtsfarbe, nach hinten, Fußspitze hoch, Hände rück, Schultern rück. Und so weit, bis es ordentlich zieht in der Rückseite und dort halten. Wir lösen auf und kommen nach oben in den Stand. Stellt euch auf das linke Bein, rechter Fuß vorne, halten und kreisen. Richtung wechselt.
anderes Bein. Kreisen. Richtung wechselt nochmal. Setzt den Fuß ab. Zieht euch lang. Atmet ein. Seitneigen, ausatmen. Andere Seite nochmal einatmen und aus. Zur Mitte. Hände auf die Oberschenkel. Rücken zieht ganz rund. Entspannung für den unteren Rücken. Strecken. Und Wirbel für Wirbel aufrollen in den Stand. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Mitmachen.